Hallo liebe Kettenfreunde, willkommen zurück bei Silent Hill 2 Remake von Bloober Team. Wir sind jetzt immer noch im Brookhaven Hospital in der Otherworld und haben noch eine Kette zu öffnen von besagter Kiste, die wir das letzte Mal halt auch schon erfolgreich geöffnet haben, zumindest zum Teil. Und nun geht es entlang der letzten Kette und gucken uns mal um, beziehungsweise wo das lang führt. Ja, den Raum kennen wir schon. Ist immer schwierig zu sagen, was hier hinter sich verbirgt, beziehungsweise was wir dort finden. In den Raum komme ich jetzt erstmal nicht ohne weiteres rein. Es sei denn, ich hätte etwas, um da rein zu klettern. Aber das fehlt mir leider. Das heißt, ich glaube, ohne weitere Hilfsmittel komme ich hier nicht weiter vorerst. Und hier ist auch leider nichts weiter zu finden. Nun denn, vielleicht hilft mir die Karte ja weiter. L3, da müssen wir hin. Und C5, die Tür ist verschlossen. Ich glaube, wenn wir die geöffnet haben, haben wir es geschafft. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch irgendwas habe, um das zu öffnen. Das wäre im Prinzip hier den Gang runter, C5, geradeaus. Aber die Tür immer noch verschlossen. Und dahinter ist ein Gegner. Büro des Direktors. Ist das jetzt offen oder was ist damit? Wäre ja hier lang, oder? Runter, ja. Genau, da fehlt uns der Schlüssel für. Okay, ich werde mal auf die Karte gucken. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. So, hier hätten wir soweit erstmal alles abgerast. Der OP-Stuhl, oben alles ist untersucht. Dann hätten wir halt noch den Keller. Keine Ahnung, ob ich in den Keller komme. Aber mir fehlt ja auch noch ein Knopf für den Aufzug, um in den Keller zu fahren. Kann ja mal gucken, ob ich irgendwie vielleicht durch das Treppenhaus runter in den Keller komme. Das habe ich noch nicht ausgecheckt, aber gucken wir erstmal. So. Hier ist der Elevator. Komme ich denn nochmal zum Treppenhaus? Jetzt sind wir noch super verwirrend. Durch die Toiletten komme ich auf die andere Seite. Staircase. Okay, das ist ein bisschen Laufweg, aber ich werde mal das Ganze hier cutten und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da bin. Bis gleich. Okay, never mind. Ich habe hier gesehen, beziehungsweise ich habe es übersehen, dass wir hier die Wand einreißen können. Das heißt, wir kommen hier auch in den Raum jetzt endlich rein. Komplett übersehen. Mein Fehler. Mir ist es halt erstmal nicht aufgefallen. Fuck. Ist er tot? Ja. Er spratzt wieder rum. Hallo. Okay, das wär's. Also sind wir doch in den Raum reingekommen. Perfekt. Wenn ich jetzt Glück habe, komme ich jetzt auch noch irgendwie nach L2. Okay, hier können wir das endlich verschieben und dann rüber in den anderen Raum. Perfekt. So läuft's nämlich. Nehmen wir noch ein Häftling. Nehmen wir mit. So.
Hier ist erstmal nichts weiter. Was haben wir hier noch? Munition. Ich glaube, das war's. Okay, dann nehmen wir das Vehikel hier. Schieben es erstmal raus aus dem Raum. Nächste bitte. Die Frauen, wie James aber auf wehrlose Frauen eintritt. Bin ich nicht cool von dir. Okay, wir kommen hier so auch aus dem Raum nicht raus. Ist egal. Es geht ja hauptsächlich um die. Wow! Um die Kette. Bastard. Komm her! Alter, das ist jetzt hier der Endboss. Boah, knapp. Ich freue mich schon, wenn ich die Kettensäge im zweiten Durchlauf finde. Das wird dann sehr lustig, die Gegner schön so zersägen. Weil die macht ja unsagbar viel Schaden. So ein bisschen wie das Katana in Silent Hill 3. Ich finde, das ist auch mit die beste Waffe. Aber dieser Laserbeam oder was das ist, wo dann Heather, war das der Stab aus Sailor Moon? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wenn man den hat, das ist auch sehr, sehr geil. Also diese ganzen, ich nenne sie mal Joke-Waffen, die es so nach ein paar Durchläufen in Silent Hill gibt, die sind einfach so großartig gemacht. Er ist wieder hier, schaut mich an, Bart. Er sagt, er wird mich dorthin bringen. Ich will nicht. Ich lass nicht zu, dass er mich mitnimmt. Okay. Schlüssel zum Büro des Direktors. Und da kriegen wir wahrscheinlich den finalen Code. Keiner weiß es. Was ist da zu sehen? Schwierig zu sagen. Aber auch die Musik im Hintergrund. Ey, das ist so geil. So sollte sich Silent Hill anhören. So sollte Silent Hill auch sein. Einfach verstörend, abgefuckt. Man weiß nicht, was Phase ist. Ich finde, so was die Stimmung angeht, gibt es ein paar Momente, wie gesagt, für mich persönlich, die schon ein bisschen krasser sogar sind als im Original. Aber wie gesagt, vieles ist natürlich auch so ein bisschen der Optik geschuldet, aber auch dem neu inszenierten und eingespielten Soundtrack. Und ich finde das absolut großartig. Es gibt natürlich ein paar technische Sachen, wo ich sagen muss, na okay, kann man vielleicht noch patchen und so weiter, aber allgemein sieht das Spiel auch, wie gesagt, fantastisch aus. Bald ist der Schmerz vorbei. Kein Schmerz, kein Schmerz, kein Schmerz, kein Schmerz. Okay, wild. Ist noch was in dieser Nische? Nee. Okay, dann hören wir uns hier an, was hier drauf ist. Okay, es ist nichts. Zumindest nichts irgendwie Identifizierbares. Oh Gott, ey.
Ja, bevor ich damit irgendwie interagiere, nehme ich nochmal erstmal alles mit, was hier noch rumliegt. Okay, die Tür ist offen. Da liegt noch was. 0050 war wieder im EKT-Raum. Diesmal habe ich es überprüft. Er hatte keinen Behandlungstermin. Kann es sein, dass er da ganz alleine hereinspaziert? Und woher soll er überhaupt wissen, wie man das Ding anstellt? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, muss dafür gerade stehen. So nah, es wird passieren. Es muss. Okay, ich kann draufdrücken, aber es passiert nichts. Okay, strange. So, lass mal auf die Karte sehen. Wo bin ich? Wow, da ist ein roter Fleck. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Nice. Jetzt haben wir noch ein paar Zimmer und die Toilette auf der linken Seite. Dann gucken wir uns erstmal um, ob die aufgeht. Nope. Da drüben spaziert sie. Ich glaube, es waren sie alle, hoffentlich. Alter, was zum Teufel. Auch zu. Hier irgendwas offen? Hier eine Tür, aber die scheint nicht begehbar zu sein. Aber von der anderen Seite, oder? Hier? Nee, ist auch alles zu. Habe ich mir verguckt? Ah nee, warte. Ah, hier kann ich rein. Ja. Und hier kann ich rüber. Komme ich denn da hin? Die andere Seite. Ist hier noch irgendwas sonst? Auch zu. Aber ich muss ja nicht drüber springen, ich kann auch so durchgehen. Tut ihm gar nicht Not. Gut, das ist der Aufzug. Okay, der Generator, der läuft wieder. So, wo führt das Kabel hin? Das ist die Frage. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, hier drüben. Wird in den Raum hier rein. Ah, jetzt. Da haben wir den Code. 5659. Schreibe ich mir auf. 5659. Hat zwar James natürlich auch auf die Karte geschrieben. Wissen wir ja, dass er das notiert. Finde ich auch ein cooles Feature in diesem Spiel. Muss ich sagen. Aber ich schreibe es mir immer, wie gesagt, nochmal händisch auf. Da muss ich nicht immer extra dafür auf die Karte gucken. Macht es das Ganze ein bisschen einfacher. Okay. Dann sind wir hier auch erstmal durch und gehen nochmal zurück zur Kiste und gucken, was wir in der Kiste finden, wenn wir die öffnen. Das ist spannend. Weil, wie gesagt, ich habe euch ja erzählt, was im Original in dieser Kiste ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir jetzt in dieser Kiste finden werden, hier im Remake. Bevor wir das tun, werde ich nochmal speichern, weil ich nicht weiß, was danach passiert. Vielleicht kommt da auch eine Cutscene. Ich weiß es nicht. Thank you.
So, 5, 6, 5, 9. Ist falsch? Mich verschrieben? Aber James hat es ja auch auf die Karte markiert. Der Code für was anderes. 6, 5, 9. Arthur. Boss? Hä? Der Rest ist komplett fertig hier. Keller, ja. Ah, ich weiß, was drin ist. Der Knopf für den Keller, wahrscheinlich. 6, 5, 9. Hab ich ihn vertippt? So was nochmal. 6, 5, 9. Hä? Jetzt stehe ich dezent auf dem Schlauch. Ist dieser Code nicht dafür? Was? War bei der Toilette irgendwie ein Tür-Dings? Ein Schloss oder irgendwas? Oder habe ich mich verguckt? Okay, dann muss ich wohl nochmal zurück. Ich werde das jetzt auch nochmal kurz fix schnippeln und dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, es war mein Fehler. Ich habe mich verguckt. Das war 9656. Naja, Quatsch. Warte. Jetzt bin ich super verwirrt. Ich habe mich die ganze Zeit vertippt, ich Depp. 9659. 9659. Tut mir wirklich leid. Ich bin irgendwie heute nicht auf der Höhe. Ich hatte die ganze Zeit die falsche Zahlenkombi reingeballert. Da ist der Knopf. Lustigerweise war er nicht in der Kiste, sondern im Mund der Tür mit den dreidimensionalen Armen. Die Tür gibt es im Original Silent Hill 2 auch, da fehlt aber ein Arm. Den muss man, glaube ich, finden und dann kann man die Tür dann öffnen. Und James hat jetzt den Knopf aus dem Mund der Tür gezogen. Beziehungsweise, nee, da müssen die Ringe dran, so. Da muss ein Bleiring dran, weil er schwer ist und dann geht die Hand runter und bei dem anderen weiß ich es gar nicht mehr. Hier steht noch was. Sie ist ein Engel, keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Badenbrücke gehen, sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Die aufgedunsene und hässliche Leichen sind für ihre Sünden, sie vernichtet Sünde und Sünder gleichermaßen, sie rettet mich, sie ist ein Engel. Genau, also wie gesagt, die Tür gibt es im Original Silent Hill 2 auch. Nur war das Ganze hier natürlich nicht so krass verziert, wie es jetzt der Fall ist. Aber jetzt haben wir den Knopf für den Keller und jetzt können wir endlich runterfahren. Dann wollen wir mal. Und dann werden wir wahrscheinlich dort die Ringe finden. Oh ja, das können wir auch noch aus dem Original. Nur, dass Maria noch mit dabei ist. In diesem Fall nicht. It's all in the
the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play Trick or Treat? Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One, and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachman Road. Two, Munson Street. Three, Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name of the other victim? Billy's sister. One, Miriam. Two, Heather. Three, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye. What the hell was that? Ich finde diese Sequenz immer wieder geil. Sei es im Original oder jetzt hier im Remake. Ich finde es super. Du fährst mit diesem scheiß Aufzug und dann kommt halt diese Quizshow. Ich meine, natürlich kannst du nichts antworten. Aber ich finde das irgendwie schon sehr geil gemacht. Und eigentlich ist man, wie gesagt, mit Maria hier im Aufzug. Und dann sagt sie das, glaube ich. Wegen, what the hell was that? Oder James sagt. Ich bin mir nicht mehr komplett sicher. Aber irgendwie schon sehr, sehr geil gemacht. Cool, dass sie es auch noch beibehalten haben hier im Remake. Finde ich sehr cool. Wie gesagt, es addiert null was dazu. Es macht eigentlich rein gar nichts, aber irgendwie ist es schon sehr, sehr charming. Es fügt halt noch mal ein bisschen hinzu, von wegen, es ist einfach alles so surreal und abstrus, ne? Eva. Da in der Ecke steht. Erstmal du. Einfach um sicher zu gehen, dass mich jetzt hier keiner stört, während ich hier loote. Okay.
Gut, das war das. Sonst noch irgendwas hier zum Mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Raum hier ist geklärt. Oh, hier war noch was. Da war der Käfer. Hier kam ich durch. Hier in dem Raum ist soweit nichts. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Generator läuft fleißig vor sich hin. Oh, guck mal, ein Smiley. Ist ja lieb. Mit lauter Dosen in den Ecken. Na super. Komm ich nicht rüber. So, wo könnten die Ringe sein? Ringe-Dinge-Ding-Dong. Wow, dich habe ich nicht gesehen. Das ist schon frech. Tür ist zu. Ein weiterer Gap. Oh, nö! Alter, ich wehr mich doch! Warum krieg ich diese Kacke jetzt ab? One ugly motherfucker. Das ist so frech. Ich würde das mal kurz einstellen in den... wo waren das? Interaktionssymbol im Kampf. Quicktime, ja. Ich will gerne, dass mir was angezeigt wird, was ich drücken muss. Ich weiß ja, dass ich die linke Maustaste drücken muss, aber ich drücke die wie wild, aber ich krieg trotzdem den Schaden ab. Dann lass es mir gerne nochmal anzeigen. So, muss ich gleich nehmen. James nimmt schon echt viel Schaden. Kann sagen. Gut, aber ich spiele ja auch auf normal. Ich meine, dass man ein bisschen mehr Schaden da nimmt. Also vielleicht ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Also ich glaube sogar auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad zu spielen macht überhaupt keinen Sinn. Weil es gibt nicht mal ein Achievement dafür, aber kann man natürlich gerne machen, wenn man das möchte. Aber ich wüsste jetzt, also für mich hätte ich jetzt da überhaupt gar keinen Antrieb zu, weil es macht das ganze Spiel einfach nur noch anstrengender und ja, die Kämpfe einfach ziehen sich dadurch nun mal wesentlich mehr in die Länge. Weil es verliert halt einfach nichts dazu. Außer dass natürlich der Survival-Aspekt nochmal hervorgehoben wird, in dem Sinne, dass du halt weniger Ressourcen hast und die Gegner wahrscheinlich auch dann einfach mehr Schaden verursachen. Und das ist alles. Also für eine persönliche Challenge kann man das durchaus machen, aber ich sehe da irgendwie gar keinen Inhalt für mich drin. Vielleicht werde ich nochmal einen Hard Difficulty Run machen, irgendwie als Stream vielleicht oder so. Aber aktuell sehe ich das nicht. Da ich das nochmal irgendwie auf schwer oder auf hart durchspielen müsste. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? Anderen Zeit. Nice. Da ist der Gap. Jetzt kann ich hier durch. Oh, da ist der Ring. Kupferring. Da ist er. James. Mary. Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I
So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come hey, on. Maria's back. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Sorge jetzt, sie zu beschützen natürlich. Ja, sie kann nicht sterben, aber trotzdem. Für ein gewisses Ende ist es halt erforderlich, dass man halt gut auf sie Acht gibt. Aber wie gesagt, ich strebe kein spezielles Ende an. Mir geht es hauptsächlich darum, erstmal das Spiel durchzuspielen und Spaß zu haben. Und ich hoffe, ihr tut das natürlich auch. Wenn ihr das tut, sagt es mir doch gerne in den Kommentaren. Und falls ihr mögt, lasst dem gerne hier nochmal ein Däumchen nach oben da. Und abonniert den Kanal für mehr Silent Hill Content. So, genug Werbung, weiter geht's. So, hier ist nichts mehr. Jetzt geht's hier die Treppe hoch. Und dann gucken wir mal, was hier noch ist. So, wo sind wir denn jetzt hier? Müssen wir jetzt quasi theoretisch auf der anderen Seite sein? Im ersten Stock? Ja. Untersuchungszimmer 2. So, da gibt es noch einige Räume zu untersuchen. Da ist auch noch das Schwimmbad, das Gewächshaus und die Dusche. Ob wir da hinkommen, weiß ich nicht genau. Gucken wir erstmal, ob die Tür aufgeht. Nein. So, hier ist auch nichts. Die Tür geht aber auf. Eine weitere Injektion. Hervorragend. What the hell is that? Well, what do you know? A stroll in the rain. How romantic. Maria, what are you talking about? I'm trying to keep things light, James. Just you and me. Yeah. Sorry. Sie ist so komplett unbekümmert. Nur es regnet halt innerhalb eines Gebäudes. Findet sie überhaupt nicht seltsam. Also findet sie schon, aber es ist irgendwie so, ja, strange, wie sie es kommentiert halt, ne? S2 habe ich übersehen. Oder beziehungsweise. War das die Tür? Es gibt keine Tür. Ja, schon ein bisschen seltsam. Aber hey. Wir sind hier in einer Welt, die einfach absolut surreal, rostig und ekelhaft ist und naja. Da wo ist der Pool, war es einfach ein riesiges klaffendes Loch und man sieht nicht mal den Boden. Das ist gerade irgendwie zu ruhig, das macht mich nervös. Ich weiß nicht, so unangenehme Stille, nichts zu hören. Keine Gegner. Irgendwie weiß ich nicht. Löst das ein Unbehagen in mir aus, wenn wir vor allem vorher voll geklatscht wurden mit Gegnern. So, da ist der Kühlschrank. Den kennen wir auch noch aus dem Original. Den müssen wir zusammen mit Maria öffnen. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Cute, is it? Here, why don't you take it?
Thanks. Da ist ja der Bleiring. Perfekt. Somit haben wir beide. So, where to now? Come on. These rings belong. Ich habe noch was zu lesen. Die Patienten bekommen die Diagnose, wenn sie wieder gesund sind, denn ich habe immer das gesamte Personal im Blick, vor allem wenn die Symptome dank der effektiven Behandlung zurückgehen. Gut. War der Zettel? Hier ist nichts. Dann können wir diese Tür hier aufschließen und haben einen weiteren Shortcut. Zack. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem Gap und wieder zurück im Flur. Der anderen Seite. Was jetzt bedeutet, wir gehen jetzt quasi wieder zurück zur Leiter da hinten. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht. Hinten ging es nicht weiter, ne? Nee. Schwimmbad, da waren wir gerade, sind wir durchgegangen. Da war nichts. Aufenthaltsraum. Jetzt hier wieder der Speicherraum. Genau, wir haben diesen Gap. Hinter uns, da kommen wir nicht weiter. Und auf der anderen Seite ist ja auch der Gap und wir haben die Apotheke, aber wir können auch zum Elevator gehen und dann wieder hochfahren, weil wir sind ja mit dem Aufzug auch runtergekommen. Dann nutze ich die Gelegenheit, eine Speicherkarte nochmal. Perfekt. Ihr seht ja auch anhand des Datums, wann ich gespielt habe und ja, ich spiele jetzt hier heute an Halloween. Ich weiß, ich habe gerade so Bock auf Silent Hill 2 Remake. Unglaublich. Und wie gesagt, ich konnte es ja leider nicht zu Release spielen, deswegen habe ich jetzt umso mehr Bock, es durchzuballern. So, gucken wir mal. Kann ich den Aufzug rufen? Ja. Was ist Maria eigentlich? Kann ich einfach gehen ohne sie? Pathfinding ist manchmal ein bisschen weird. Aber vielleicht muss das auch so. Ich habe keine Ahnung. Was im Keller? Der Aufzug möchte, dass wir in den zweiten Stock fahren. Und dann tun wir das. So, die Tür ist hier. Is that James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Machen wir. Jetzt haben wir eine Verfolgungssequenz mit Pyramid Head. What's wrong? Der taucht auch gleich wieder auf. I know. It's just. Und dann ist das Krankenhaus vorbei. Also das Krankenhaus haben wir gleich geschafft. Something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Es ist vollbracht. Keine Krankheit mehr. Hier können wir nochmal speichern. Ja, komm, mach mal gerade. Falls das Spiel nochmal meint, irgendwie abstürzen zu müssen oder festzubacken, dann kann ich die Cutscene auch getrost einfach jetzt überspringen. Ich meine, das kann ich auch so, aber. Jetzt kommt der Abstieg in die Hölle. Hier wird gespeichert. Again. Und da kommt er. Oh
Lauf, Maria! Schnell! Er kommt! Warum läuft sie vor mir? James ist langsamer. Silent Hill 2 Original ist sie eigentlich langsamer als James. Schafft sie es diesmal zu überleben? Im Remake? Lassen sie sie leben? Ja, jetzt sind ich auf einmal schneller als sie. Come on, hurry! Ich meine, es ist im Original auch so, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Emotionen von James gewünscht, von wegen, dass er gegen die Tür hat und so, no, Maria! Oder irgendwas. Also, weiß ich nicht. Da wäre einfach noch so viel mehr gegangen. Ist halt auch was, was ich sehr schade finde, verschwendetes Potenzial, einfach noch ein bisschen mehr Emotionen zu erzeugen. Aber ist, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Ich meine, wäre originalgetreu. So, hier ist der Ausgang. Da fehlt was. Ein Schlüssel. Aber es kommt jetzt eh nichts mehr. Also wir sind ja eigentlich am Ende des Krankenhausabschnitts. Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel finden, wo auch immer der ist. Wahrscheinlich hier drin. Oder wir müssen aus dem Fenster. Nee, da ist der Schlüssel. Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen. Genau so wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Die existiert, wo sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, es sei gar keine Krankheit. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder sogar Psychiater wie der Herr Direktor. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, für uns sind seine Fantasien nichts als Einbildung. Aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Aber warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen? Krankenhauseingangsschlüssel. So, jetzt bekommen wir endlich auch mal Silent Hill bei Nacht mit. Beziehungsweise sind wir in der Otherworld draußen. Ist ja nach dem Krankenhausabschnitt so, dass man durch Silent Hill wandert und einfach alles schlimm und grausam und ganz, 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 ganz anstrengend ist. Mal sehen, wie es hier im Remake ist. Der Abschnitt nach dem Krankenhaus, wie gesagt, draußen in Silent Hill, ist schon nochmal etwas anders. Aber ja. Ich finde es nicht so schlimm wie im Krankenhaus drin selbst. Also, kann man durchaus verkraften. Und die Karte hat sich jetzt auch verändert, sie ist dunkel.
Man sieht, der Weg runter zum Brookhaven Hospital ist versperrt. Wir müssen jetzt also die Randall Street runter. Aber wie geil das jetzt auch aussieht, ne? Krankenschwester. Bam. Noch eine. Eva. Alter. Tote Heilung. Du meinst mit der Heilung echt gut, aber Munition ist halt Mangelware. Gib nochmal ein bisschen mehr Munition, würde ich sagen. Was war das? Ach, der Käfer. Stehen! Ja, das sieht auch so großartig aus, weil hier so alles verhangen ist und kaum Licht. Ein paar Autos stehen noch hier rum, aber ansonsten sehr schwummeriges Licht. Alles verrostet, kaputt. Shit. Shit. Jetzt wackel nicht so viel rum. Der Weg sieht schon sehr eindeutig aus, wo es hingeht. Nämlich hier durch. Hängt da noch ein... Ich wollte gerade sagen, hängt ein Käfer an der Wand? Wow! Oh, scheiße! Links, 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 links! Scheiß Gesicht. Hier ist noch etwas. Oder ist es wieder ein Käfer? Ich weiß es auch nicht. Die Käfer, die sieht man immer so schlecht. Na doch. Nein, die sind mit einem Schlag tot. Die sind jetzt nicht so unbedingt die krasse Gefahr. Nimm mit. Wir kommen auch bald in den Genuss des Jagdgewehrs. Mit einer der stärksten Waffen, die man so im Spiel regulär findet. Guck mal, wie der seine Bahn zieht hier. Komm. Komm raus. Will nicht. Jetzt. Gut, eine Gefahrenquelle weniger. Oh. Hier sind noch Käfers. Und du. Daneben. Autsch. Junge. Was zum Teufel? Nein. Gott. Ich glaube, ich bin gleich tot. Was? Wie jetzt? Warum bin ich denn gestorben? War das der Käfer oder was? Der hat mir den letzten Schlag gegeben. Wow. Du bist gestorben. Wahnsinn. Ich bin das erste Mal gestorben in diesem Spiel. Hervorragend. Ja, keine Ahnung. James kann sich nicht irgendwie auf 10 Gegner gleichzeitig konzentrieren, ne? Okay. Okay, alles klar. Ich bin noch im Krankenhaus. Ich muss voll viel nachspielen. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt einfach dann hier an dieser Stelle Schluss. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Silent Hill 2 Remake. Das nächste Mal begeben wir uns dann nochmal raus aus Silent Hill, beziehungsweise gehen weiter, so gesehen. Zu unserem nächsten Ziel. Was das sein wird, das weiß der andere vielleicht. Falls nicht, seid gespannt auf das, was noch kommen wird. Und dann sage ich schon mal vielen Dank bei dieser Episode von Silent Hill 2 Remake und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder das nächste Mal. Falls ihr mögt, schaut gerne auch in das Original rein. Das findet ihr ebenfalls auch auf meinem Kanal.
in mehrfacher Ausführung. Und falls ihr mögt, lasst dem Ganzen auch ein Däumchen nach oben da und ein Abo, um nichts weiter zu verpassen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.